Hallo und herzlich willkommen zu einem Replay of the Week auf meinem Kanal. Ich bin der Broken10 und wie ihr sehen könnt, ich habe für euch den Chrysler Car Grand Final für euch parat von dem Fallen bzw. Maxi. Aus dem Clan PBSJ in seinem Zug sind noch Kalle und der Tom, auch aus PBSJ bei dem Zug. Aber hier geht es jetzt um den Maxi. Genau, er fährt den neuen Stufe 8 Premium Panzer der Amerikaner, genau. Und ja, erstmal dazu, es kam ja jetzt der neue Panzer raus von den Grand Finals. Wie man auch sieht, hier ist ein Logo drauf. Grand Final, Wargaming League. Zur Wargaming League, einmal im Jahr gibt es immer einen Panzer. Letzten paar Jahre waren es immer ein Light jeweils. Genau. Und jetzt ist es halt ein Heavy. Und die Beschreibung dazu ist, dass er alles verkörpert, was in diesem Jahr sein soll. Also Heldenmut und Stärke und all sowas, Feuerkraft und sowas. Genau. Ja, was ist an diesem Panzer so besonders? Wie ihr schon seht, der Turm sitzt hinten. Das bedeutet, ihr könnt eigentlich relativ gut sidescrapen. Problem ist, wenn ihr die Seite ein bisschen zu weit Sidescraping-Modus sozusagen reingeht, dann kommt der Gegner durch. Die Unterwanne ist auch nicht schlecht gepanzert, also er ist insgesamt frontal eigentlich relativ gut gepanzert. Der Turm ist frontal nicht zu penetrieren. Die Unterwanne mit Gold, das bedeutet, ihr müsst eigentlich ab Stufe, weiß nicht, 8 sogar, vielleicht sogar noch Stufe 9 Panzer, nee, Stufe 8 Panzer nur. Also bis Stufe 8 müsst ihr da wirklich mit Gold reinschießen, sonst kommt ihr da wirklich nicht durch. Er wird auch schon sehr gehatet als ein übertriebener OP-Panzer. Kann ich verstehen, wie gesagt, wenn ihr gegen ihn kämpft, ladet Gold hier unten, sonst habt ihr echt wirkliche Probleme, da durchzukommen. Natürlich, wenn er sidescrapt und sich ein bisschen, also in diesem Modus würde er jetzt nicht durchkommen, aber wenn er ein bisschen weiter so, dann kommt ihr da schon durch. Hinten ist er total verletzlich und das Coole an dem Ding ist wirklich, es ist beweglich. Das bedeutet, das Teil ist relativ groß, es hat eine richtig gute Panzerung, es ist mobil, es hat eine schnelle Schussrate von 8 Sekunden. 300 Schaden, wir gucken uns das mal an. Dafür nicht so eine hohe Durchschlagskraft mit 198. APC R260, das ist vollkommen okay. Da kommt man eigentlich fast überall durch, wo man durchkommen will. Ich muss sagen, 45 APC R ist völlig gerechtfertigt. Habe ich auch drin. Ich habe sogar 50 dabei, weil man sehr viele PEM-Probleme mit 198 auf Stufe 9 und 10 bekommt. Genau. Ja, wir sehen auch, er hat den großen Feuerlöscher dabei. Sehr, sehr schön. Und ich würde sagen, wir starten das Replay. Noch nebenbei, ich hatte ja allen geschrieben, die beim Gewinnspiel teilnehmen, dass ich das Gewinnspiel um eine Woche verschiebe, weil ich da familiär leider nicht da bin. Habe ich nicht bedacht, oder beziehungsweise kam spontan und das kann ich leider nicht absagen. Und deswegen, aber das haben mir ja schon fast alle zurückgeschrieben. Also passt das eigentlich. Möchte mich einfach nochmal bedanken fürs Verständnis. Das Problem bei diesem Teil ist, dass es ja relativ groß ist, sagen wir mal so. Das bedeutet, Artis, ihr seid ein beliebtes AD-Ziel. Sekunde, ich muss mal ganz kurz, glaube ich, den Ton ein bisschen runterschrauben. Ne, das passt sogar alles so. Wir machen das, Sekunde. Wir schrauben nochmal kurz den Ton runter. Eine Sekunde. Kurz warten. Ich weiß, sehr professionell. Ja, alles ein bisschen so, so. So, alles ein bisschen weiter runterschrauben. Hatte nämlich ein Zuschauer gesagt, dass ich das bitte ein bisschen runterschrauben soll. Weil es sonst zu laut wird. Habe ich jetzt einfach mal gemacht. Mal gucken. Genau, ja, ihr müsst mit dem Panzer entweder sidescrapen oder frontal fahren. Es ist ein Rommelpanzer. Es ist ein sehr, sehr starker Panzer. Ja, mehr kann man dazu nicht sagen. Ich muss sagen, heute habe ich... Ich habe mir den jetzt auch geholt, muss ich sagen. Obwohl ich ihn am Anfang wirklich schlecht fand, weil ich den ausprobieren durfte. Von einem Kumpel. Durfte ich den ausprobieren auf so einem... Naja, wie heißt es? So einem WOT-Account halt. Durfte ich den mal testen, 2 Stunden lang. Und da fand ich ihn total nicht so gut. Aber ich weiß nicht warum. Ich habe ihn wahrscheinlich einfach falsch gefahren. Und jetzt liebe ich das Teil einfach. Erste Runde, erste Klasse. Und danach habe ich nur zweite Klassen gefahren. Zweite und dritte Klassen. Na gut, dritte Klasse ist ja normal. Aber zweite Klassen habe ich dann immer durchgehend gefahren. Ich glaube, die ersten 8 Gefechte waren durchgehend so zweite, erste Klasse. Das Ding macht einfach wirklich sehr viel Spaß. Und vor allen Dingen wirft das Teil wirklich Credits ab. Also es macht wirklich viel Credits. Und wie ihr seht, wir haben jetzt hier eine relativ... nennen wir das zentrale Position. Ihr könnt jetzt von dieser Position aus diese Seite beschießen und diese Seite. Und seid ihr noch relativ gut gedeckt. Man sieht, so ist natürlich hier eine große Angriffsfläche von der Seite. Aber wir beschießen die ja nicht. Also passt das ja noch. Genau. Ich glaube, wir werden hier nicht so viel von Panzerung sehen. Also wie er die Panzerung einsetzt und eher richtig den Schaden rauskloppt. Und mit ihr auch mal seht. Oh, das war ein High Roll.
320 Durchschnitt. Ja. Dann werde ich sehen, wie man auch mit einem... wankt hier sehr viel rum, deswegen gehe ich jetzt mal aus dem Modus raus. Ich filme selbst jetzt. Sozusagen. Ach, schade. WCS hat da nur AP geschossen. Aber in diesem Replay of the Week werde ich ihm nicht böse sein dafür, dass er viel APCR schießt. Weil oh, jetzt, da seht ihr. Wo ist die Kugel eingeschlagen? Wo ist die eingeschlagen? Da. Hier hinten. Das bedeutet, ihr seid wirklich, wenn ihr seitlich steht oder rückwärts, da habt ihr wirklich null Panzerung. Da könnt ihr drauf schießen, da kommt eigentlich selbst ein Sechser durch. Da habt ihr eigentlich keine Probleme. Ihr müsst immer gucken, dass das hier, dass das so ist. Dass ihr so zum Feind steht. Wenn ihr frontal, aber momentan snipet er ja. Normalerweise fährt man mit dem Teil ja richtig in die Heavy-Gasse und kloppt da richtig mit rein. Aber wie man hier auch wirklich sieht, man kann auch wirklich anders mit dem Teil fahren. Vor allen Dingen diese Kanone ist wirklich sehr genau. Sie ist sehr genau. Sie trifft auch sehr gut. Sie hat auch eine gute Fluggeschwindigkeit. Und ja, ich muss sagen, wer sich den Panzer holen will, für 35 Euro hat er, glaube ich, ja, 35 Euro hat er gekostet, unbedingt holen, weil der wirft Credits ab, macht Spaß, wenn ihr ein bisschen Übung drin habt. Ja, ich finde ihn einfach wunderbar. Macht Spaß, das Teil. Ich bin jetzt auch schon mit fast 20 Gefechten bei fast 40% Gunmark. Also ich suchte den, ich habe den jetzt gerade richtig gesuchtet mit allem drum und dran, Verbrauchsmaterialien und so ein Kram. Ja. Ich finde ihn einfach richtig toll. Der hat es mir angetan. Genauso wie das Objekt, beziehungsweise Defender, früher hat es mir auch angetan. Und das ist ungefähr vergleichbar. Na gut, das Objekt ist ein Stückchen noch besser, weil es eine bisschen bessere Panzerung hat, beziehungsweise Anwinkelung hat. Aber ich finde, das Teil macht auch richtig Fun. Also, ich muss sagen, erster Eindruck von dem Panzer auf jeden Fall wieder sehr, sehr, sehr stark vor allen Dingen. Und ja. So, ein nächster Schuss, der 346, hat er ins Heck gegeben. Die E6 interessiert sich da aber gar nicht für. Das möchte ich auch mal erleben. Guckt euch das an. Nächster Schuss. Die E6 interessiert sich gar nicht dafür. Bleibt da einfach stehen. Jetzt dreht sie ihre Panzerung nach vorne. Doch. Boah, selbst da kommt da durch. Also seht ihr, selbst mit 198 Pen kommt ihr da... Oh, ne, der hat mit der APCR, glaube ich, geschossen. Ich weiß gar nicht. Habe ich jetzt gar nicht aufgepasst. Auf jeden Fall, man kommt hier locker durch. Wie gesagt, ich werde in diesem Replay nicht auf Goldbeschuss achten, weil Punkt 1, ihr werdet in diesem Panzer mit Gold beschossen, weil viele Leute nicht wissen, wo sie mit AP durchkommen, beziehungsweise gar nicht durchkommen können. Weil ihr selber nicht so viel Pennen habt. Das reicht meist nicht aus. Na, komm. Ja, er fährt da wirklich drüber. Ja, kriegst du dein Fett weg, so. Er fährt sogar. Ey, das ist doch eine Wahr. Das ist geil. Sehr schön rausgenommen. Aber wie kann man so horstig sein, da wieder zurückfahren? Eieieiei. Und? Schade. Ah, die fährt auch zurück. Oh, das ist ja nett. Na gut, die weiß noch nicht, dass er da steht. Genau, er versucht... Na. Ah, doch. Hat aber getroffen. AP wieder geladen. Ihr seht, er ist wieder auf AP geswitcht oder schon ein bisschen früher. Ich habe jetzt nicht, wie gesagt, ich achte nicht so auf die Munition jetzt gerade. Weil ich eher das Gameplay so genießen möchte. Ja, also der erste von seinen Leuten ist schon tot. Das ist der Tom wahrscheinlich. In seinem LTDB. Ja. Also wie gesagt, ich kann es euch immer nur wieder ans Herz legen. Wer sich überlegt, gerade einen Premium-Panzer zu holen, gerade noch irgendwas rumliegen hat, holt ihn euch. Viele Leute, die vor allen Dingen auch die amerikanischen Crew skillen wollen, Geld machen wollen und ein bisschen Spaß haben wollen. Sehr schön. Oh, sogar getrackt. Habt ihr das gesehen? Habt ihr das gesehen? Hat er sehr schön gemacht. Direkt getrackt. Ich glaube, das war noch nicht mal seine Absicht, aber ich weiß gar nicht. Und. Ja, der Nächste. Hat er ihn wieder getrackt? Ihr müsst bei dem Panzer allerdings aufpassen. Der Chrysler ist sehr dafür bekannt, dass er brennt. Beziehungsweise bei mir. Ich hatte nämlich Verbrauchsmaterialien drin. Der hat dann jedes Mal...
Also ich, alle drei Gefechte hat er gebrannt wie so ein, keine Ahnung, wie so ein angezündeter Weihnachtsbaum. Das ist echt Wahnsinn. Also Mr. Oh! Seht ihr? Er ist offen. Von da schießt einer und natürlich kommt er durch, weil er natürlich seitlich steht, ist ja auch klar. Deswegen. Passt immer ein bisschen auf. Gerade beim Striff S1. Der Striff S1, der hat so eine hohe Durchschlagskraft. Der hat keine Probleme, bei euch durchzukommen. Auch frontal, auch mit normaler Munition. Er hat jetzt hier schon 4257 Schaden gemacht und 1424 gespottet. Und sie sind 7, es steht gerade 7-9. Das Gegnerteam ist gerade ein bisschen am Überlegen. Noch. Oh, Gilor. Gilor. Macht's einen Fehler? Ah, er ist jetzt halt One-Hit für den Striff S1. Das ist ein Problem. Jetzt ist er offen. Ah, der schießt. Der ist wahrscheinlich auf genau auf der anderen Seite. Ah, bitte. Bitte, bitte bleib am Leben. Hier, da schießen sie. Ja. Die versuchen jetzt natürlich seine Unterwanne zu treffen. Das ist natürlich auch das verwundbarste Teil mit. Obwohl die Unterwanne wirklich sehr stark gepanzert ist. Also, wie gesagt, frontal gegen ihn bitte Gold laden, sonst habt ihr das Problem, dass er abprallt. Oder ihr braucht halt sehr hohen Pen. T34 kommt durch, ein Strift S1 kommt durch, ein IS-3 mit Glück kommt durch, ein Objekt kommt durch. Also das ist mit AP, meine ich jetzt. Oh, oi, oi, schwerer Fehler. Gebounced, wie ihr seht, auch frontal. Tiger 2 hat da wirklich die Probleme, aus Entfernung sowieso bei dem Teil irgendwo durchzukommen. Sehr schön, nochmal ein Blindschuss. Blindshot. Ja, am besten ist es, wenn ihr nicht durchkommt, schießt HE. Das nervt den Panzer hier extrem. Ihr kommt zwar nicht wirklich durch, aber ihr macht damit gerne mal den Motor kaputt. Nämlich der Motor ist, also generell, Anzünden und Motor ist hier sehr, sehr anfällig. Also schießt mal hier so, weiß nicht, da rein. Zum Beispiel, wenn eine Arti hier oben reintrifft in diesen Block, dann ist meistens der Motor am Brennen oder kaputt. Das ist immer sehr nervig. Jetzt schreibt das Bot. Genau. Ja, aber kein Scout. Hehe. Nur dann noch ordentlich andere. Aber man sieht, das ist wirklich ein sehr, sehr schöner Panzer, muss ich sagen. So, was haben wir denn hinter uns? Ein HWK. Okay. Oh! Zack! Da ist er drin. Na, komm nochmal. Komm, Prott. Ich meine, die wissen doch, dass da einer steht. Ja. Große Mahlzeit. Solche Gegner möchte ich auch mal haben. Der IS-6 da oben. Das war der Hammer. Das war der Hammer. Eieiei. Das war echt der Hammer. Ich meine, jetzt sehen wir da vorhin. Ja, da so rückwärts reingefahren ist. Law 40T, das ist ein echtes Problem jetzt, weil die, Achtung, nochmal so als kleiner Nebenhinweis, die Law 40T kommt frontal unten durch. Ich weiß zwar nicht wieso, aber weiß nicht. Manche Panzer haben Glück und manche irgendwie überhaupt nicht. Natürlich so Jagdpanzer oder so haben natürlich, kommen natürlich durch, aber auch nicht immer. Es ist halt immer so das Risiko, dass es abprallt bei dem Panzer. Er hat auf HE geladen. Wow. Ich dachte gerade, was für ein Hit. Aber nee, hat aber auch sehr gut gemacht. Ja, sehr schön. Jetzt ist nur noch einer da und er hat 5844 Schaden gemacht, 1857 gespottet und 560 gebounced. Also ihr seht, es ist nicht kein direktes Front-Battle, sondern ihr seht jetzt hier auch einfach mal, dass man damit auch sehr gut unterstützen bzw. snipen kann. Und es ist zu Ende. Ihr seht oben, die Zeit ist abgelaufen. Striff S1 ist anscheinend... Ich weiß gar nicht, was ist da passiert? Gar nichts mehr. Okay. Sekunde, dann kommen wir jetzt schnell mal zur Auswertung. Hallo? Ah, da ist sie ja. Heute spinnt eine OBS ein bisschen rum. Ja, also ihr seht, der Panzer ist zum Frontalangriff geeignet, wenn ihr immer ein bisschen anwinkelt. Also ihr dürft nicht genau frontal, sondern immer so ein bisschen, weißt du, so ganz kleines bisschen anwinkeln, den Panzer. Ein bisschen mit dem Kettenrad ein bisschen vorkommen. Wenn ihr genau gerade zu einem Gegner steht, dann kommt der Gegner durch. Mit Gold definitiv. Mit AP wird es auch schwer, aber trotzdem, ihr müsst da ein bisschen rumtricksen und müsst ein bisschen gucken, wie ihr das rauskriegt.
wie ihr den fahrt. Genau. Wir haben jetzt hier einmal den Ace Tank, Spotter, Brazier, Fighter, Fire Forfect, Confederate und High Caliber. Ein sehr schönes Match. Wir sehen hier 6175 Schaden gemacht. 4 Kills. Und er hat wirklich sich nur in der Mitte aufgehalten und einfach nur gesniped. Und ihr seht selbst beim Snipen, die Gun ist genau genug dafür, dass sie wirklich auch trifft. 31 Schuss abgefeuert, 21 getroffen, 20 durchgeschlagen. Ist okay. 10 verschossen. Ja, ist ganz okay. Bei dem Damage. Sehr gut. Von einer Distanz von 300 Meter. Wir haben hier wirklich einen Sniper, ey. 5078. Das ist wirklich ein Sniper-Tank, da. Obwohl man den eigentlich frontal einsetzen sollte. Aber natürlich klappt das so auch, wie man jetzt sieht. Block by Damage 560 ist jetzt nicht erwähnenswert. Das ist normal eigentlich bei dem Panzer. Normalerweise kommt immer so, weiß ich, 2500 bis 3000 Damage geblockt. Das passiert schon öfters. Assistant hat er 1857 Damage gemacht. 57.000 plus gemacht, obwohl er Gold geschossen hat und obwohl er Verbrauchsgüter hatte. Nee, hat er ja gar nicht. Stimmt ja nicht. Nee, Quatsch. Habe ich Quatsch erzählt. Entschuldigung. Nee, hat er ja gar nicht. Genau. Er hatte ja nur den großen Feuerlöscher. Den war ja nicht benutzt worden. Genau. Also rundum, ich empfehle jedem den Panzer zu holen, der sich gerade entweder Geld rumliegen hat oder beziehungsweise sich einen Premium-Panzer kaufen möchte, weil es ist eine definitive Option gegenüber dem T-34 oder einem Löwen zum Beispiel oder anderen Panzern, die so normal im Shop sind. Punkt 1, die sind einfach viel älter und dieser Panzer ist einfach völlig overpowered. Das kann man einfach nur so sagen. Es ist auch wirklich so, ich selber liebe diesen Panzer, auch wenn ich ihn erst 23 Gefechte gefahren habe. Aber schon jetzt merke ich einfach, das ist ein Panzer, der ist einfach nur göttlich. Genau. So, wenn euch das Video gefallen hat, das Replay of the Week, lasst doch gerne ein Däumchen da. Wenn nicht, dann nicht. Habt noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Video. Und tschüss.